Das Schlüter-Pack vom Schlüter-Fan. Der Name ist Programm. Schlüter, lange, lange Begleiter im LS gewesen. Aktuell ja leider nicht mehr dabei. Warum auch immer. Ich finde es nach wie vor eine wirklich schöne, starke Schleppermarke. Mir gefällt der gut. Ich finde den vom Stil her ganz cool. Mir gefällt dieses Eckige. Auch bei Fendt, zum Beispiel bei den alten Fendt oder bei Steyr oder immer diese alten Geschichten von mir persönlich ganz, ganz gut. Aber der Schlüter in den LS17 geholt ist ja immerhin besser als nichts. Wir haben hier zum Beispiel Reifendruck, Reifenstaub, Reifen, Spuren. Natürlich Auspuff qualmt hier ordentlich. Die Lichter sind natürlich standardmäßig in den LS17 geholt worden. Das ist alles absolut okay und super so. Und auch die Konfigurationsmöglichkeiten können sich sehen lassen. Standardmäßig drinnen 1800er TV und da 1900er TVL, nicht TV, TVL. Dann gibt es hier definitiv noch weitere Möglichkeiten. Anhängekupplung mit Bananen, Fronthydraulik. Hier gibt es Highspeed-Motorausführungen und Standard-Motorausführungen, wo Sie dann dementsprechend auch die Räder konfigurieren lassen, Rundumleuchte, mit Rundumleuchte. Also hier gibt es nur ja, Kapazitäten nach oben, was Kleberräder sind. Keine Ahnung, werden wir gleich sehen. Nehmen wir mal den Highspeed mit den Kleberrädern und Rundumlichter hätten wir jetzt auch noch nehmen können. Wäre natürlich auch möglich gewesen. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Kann ich bei den Rädern gar nicht sagen, muss ich ehrlicherweise gestehen. Aber macht was her, also gerade auf Karten, die dafür gut geeignet sind, macht der Schlüter definitiv was her und deswegen verdient heute mit dabei bei meinem, Verzeihung, Ostermauttag. Wir sehen uns hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Das heißt, bis in einer Stunde hoffentlich. Tschüss.